Herzlich willkommen zu meinem Mobilitätsprogramm für den unteren Teil des Körpers. Wir machen heute Mobilisierungsübungen für den Fuß, für das Knie, für die Beine, für die Hüfte. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir beginnen ganz unten bei den Füßen. Du kommst nach unten auf die Matte, stellst deine Zehen auf und setzt dich dann auf die Fersen langsam nach hinten ab. Wenn es jetzt von den Knien her schwer geht, kannst du hier auch zum Beispiel ein Polster oder was Weiches drunter legen oder gehst einfach nicht ganz so weit nach hinten wie ich jetzt. Wenn das möglich ist, dann Richtung Fersen absetzen, die Hände auf die Beine legen, den Oberkörper aufrichten. Jetzt spürst du hier wahrscheinlich schon die Dehnung relativ intensiv. Es sollte aber so sein, dass es noch halbwegs angenehm ist und du hier ein bisschen in dieser Position bleiben kannst und du atmest ganz entspannt ein und aus. Wenn es zu intensiv ist, ein bisschen rausgehen. Gut. Jetzt die Zehen ausstrecken. Auf die Fersen wieder setzen. Wenn es mit den Knien Probleme gibt, wieder was dazwischen legen. Und dann kommst du jetzt mit deinen Händen hier nach hinten. Streckst dich nach hinten, so dass automatisch vorne die Knie sich vom Boden abheben können. Jetzt dehnt sich hier die Vorderseite im Fuß und hier bleiben wir und halten und atmen. Und eventuell noch die Knie so ein bisschen nach vorne drücken, weg von dir, um die Dehnung in den Füßen noch zu verstärken. Noch bleiben, halten, atmen, nicht vergessen, ganz entspannt ein- und ausatmen. Gut, langsam wieder zurückkommen, dann kommst du hier auf die Knie. In den Vierfüßlerstand. Und jetzt machen wir eine Mobilisationsübung für den gesamten Oberkörper, für die Wirbelsäule. Du streckst den Rücken, hebst den Kopf leicht an, ziehst die Schultern weg von den Ohren. Und dann machst du die Gegenbewegung, ganz einen runden Rücken, den Kopf nach unten bringen. Und wieder Gegenbewegung strecken, Kopf leicht heben, Brustkorb öffnen. Und mit dem Ausatmen ganz einen runden Rücken machen. Mit dem Einatmen wieder strecken den Rücken und runder Rücken, Gegenbewegung. Auch im Nacken und im unteren Rücken rund werden. Und das langsam wiederholen in deinem Tempo. Mit dem Einatmen streckst du den Rücken, mit dem Ausatmen ganz rund machen. Noch ein paar Mal wiederholen, die gesamte Wirbelsäule mobilisieren. Einmal noch. Gut. Okay, dann kommst du nach oben, suchst dir eine Wand und streckst das rechte Bein nach hinten. Das vordere Bein ist gebeugt und der hintere Fuß ist gerade und das Bein ist gestreckt, sodass die hintere Ferse schön Richtung Boden drückt. Und je weiter du mit dem vorderen Knie hier nach vorne kommst, desto intensiver wird die Dehnung in der Wade im gestreckten Bein. Du bleibst hier, spürst die Dehnung in der Wade. Schau mal, dass wir mindestens 30 Sekunden in dieser Dehnung bleiben.
Und du kannst es intensivieren, indem du mit dem vorderen Knie noch ein bisschen nach vorne kommst und die hintere Ferse noch ein bisschen mehr nach hinten drückst und entspannt und gleichmäßig atmen. Gut. Andere Seite. Rechter Fuß kommt nach vorne. Linkes Bein nach hinten bringen. Der Fuß ist gerade, also jetzt nicht so drehen, nach außen oder innen, ganz gerade lassen. Und wieder über das vordere Knie nach vorne kommen und die hintere Ferse nach hinten drücken zum Boden. Und halten. Und strecken hinten. Und atmen. Noch bleiben, halten, atmen. Gut, langsam lösen. So, jetzt haben wir die Füße, jetzt haben wir die Waden, jetzt haben wir schon die Wirbelsäule dazu genommen. Jetzt nehmen wir die Oberschenkel, gehen wir ein bisschen weiter nach oben von den Waden über die Knie zu den Oberschenkeln. Auch die haben einen direkten Einfluss auf die Kniegelenke. Du kannst dich hier ruhig anhalten, weil es geht jetzt nicht ums Gleichgewicht, sondern um die Dehnung auf der Vorderseite im Oberschenkel. Du greifst den rechten Fuß. Wenn das schwer ist, kannst du, oder wenn sich das nicht ausgeht, dann nach hinten zu greifen, kannst du den Fuß auch ablegen und so in diese Position kommen. Ansonsten Fuß greifen und dann bringst du mal die linke Hand hier zur rechten Leiste und du spürst, wie du hier aus der Leiste nach vorne ziehst. Also wir wollen, dass das Knie nach hinten geht und die rechte Leiste nach vorne. Bleibst in dieser Position, schaust, dass die Oberschenkel möglichst parallel bleiben. Der Oberkörper ist aufrecht und spür die Dehnung im vorderen Oberschenkel. Kannst das Knie noch ein bisschen zurückbringen, die Leiste noch ein bisschen mehr nach vorne. Halten, atmen. Gut, wir wechseln die Seite. Den linken Fuß greifen, mit oder ohne Anhalten, mit oder ohne Hilfe. Rechte Hand wieder zur Leiste bringen, Tendenz, Hüfte kommt nach vorne, Knie kommt nach hinten. Der Oberkörper ist aufrecht. Entspannt atmen und immer wieder so ein bisschen die Hüfte noch nach vorne schieben. Das Knie bleibt hinten. Noch halten, mindestens 30 Sekunden in der Dehnung bleiben. Gut, das waren die wichtigsten Übungen für den unteren Teil des Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich über einen Daumen hoch oder wenn du mir schreibst, wie es dir bei den Übungen gegangen ist. Tust du dir schwer, manchmal in Bewegung zu kommen, etwas Gutes für deinen Körper zu machen? Jetzt gibt es etwas ganz was Neues. Komm in Bewegung, mein wöchentliches Übungsprogramm für dich, für alle Regionen in deinem Körper zu unterschiedlichen Themen, eine kleine Motivationsspritze für dich einmal in der Woche. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.